So. Den kannst du. Das muss schneller. Den kannst du hier von da nach da legen. Zwei. Zwei sollte okay sein. Das ist dann später die Stahlingots. Stahlingots hier. Bis. Stahlingots müssen da gar nicht rein. Das muss gar nicht so hoch, sehe ich gerade. Der Induction Furnace ist schließlich hier. So. Das heißt, hier kommt Nickel. Braucht noch CO2. CO2 sollte kein Problem sein. Hier kommt Nickel an als Ingot. Hier kommt Stahl an als Ingot. Und das digitiert hier zu. Nickel, wo ist Invar? Da. Digitiert hier zu Molten Invar. Und Molten Invar kommt hier raus und wird dann ganz normal in den Casting Machines gegossen zu den Platten. Ja, du runter. Ich denke, ich werde gleich noch Nachschub holen müssen an roten Fließbändern. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt runterziehen wollte zu der Trankproduktion. Das muss eigentlich nur irgendwo hier hin. Ich sollte aber beim Stahl anfangen und dann weiterbauen. Hier, die Höhe war das. Nicht der ganz unten. Wir brauchen später noch ein Fließband, was so nach unten führt. Aber es muss dann auch nach unten führen und nicht nach oben zeigen. Das transportiert nämlich dann das Invar hier runter auf das Fließband. Auf das Fließband hier. Wofür wir jetzt noch mehr rote Fließbänder herbrauchen. Damit es dann zusammen mit dem Press runtergehen kann, um die eigentliche Trankproduktion anzuleiern. So, jetzt war ich aber beim Stahl, bei den Stahlingots. Hier. Gut. Wie viele rote Dinger habe ich noch? 135. Es ja, wird nicht reichen, aber es ist ein guter Anfang. So, da muss drauf. Ta ta ta. Ta. Kommen die Stahlingots, kommen die Stahlingots. Okay, Stahlingots sind fertig. Rote Chunks. Und achso, Brennstoff habe ich noch vergessen. Brennstoff kann ruhig ein lahmes Ärmchen machen. Genau. Und CO2. Ich denke, da wäre das besser. Haben wir. Ja, bestimmt irgendwo hier CO2. Da ist Schwefelsäure, da sind komische andere Säuren. Ich brauche ein besseres Nachtsichtgerät, so ist irgendwie ein bisschen matschig alles. Wobei das schon echt gut ist, verglichen mit dem Grün von damals, das war so eklig. Sieht irgendjemand CO2? Sauerstoff. Also ich kann es nur voll von der Lebenslinie holen, da sind wir jetzt ja auch gleich schon. Aber ich hatte mir irgendwie erhofft, dass hier vor Ort. Na, ich bin schon lange nicht mehr vor Ort, ich weiß. Aber dass irgendwo in der Nähe CO2 wäre. Sehe ich jetzt nicht. Und irgendwo von oben das jetzt schräg runter zu holen, wäre keine gute Idee. Zumal hier ja auch nichts davon ist, ne? Nö, dann müssen wir uns jetzt eine schöne Reihe aussuchen. Eine von West nach Ost und dann holen wir CO2 ganz von der Lebenslinie bis hier hinten hin.
Oh, warte, können wir aus Carbon wieder CO2 machen? Mit Sauerstoff wahrscheinlich, ne? CO2? So geht nicht, ne? Das wäre dann Carbon Dioxid. Aus Woodpellets, aus blauem Zeug, aus Monoxid, aus Charcoal, aus Limestone. Nee, können wir nicht aus Carbon direkt, was komisch ist, aber ja gut, dann halt nicht. Die können ja nicht jeden chemischen Prozess hier in den Mod mit reinbauen. Und das sieht falsch aus. Ich überprüfe gerade nochmal die Rohre. Hier scheint kein CO2 zu sein. So, wo ist denn hier CO2? Schwefelsäure. Ich dachte, wir hätten Schwefelsäure nicht im Rohr. Ich schreibe mal ganz kurz auf. H2SO4 ist Schwefelsäure, ne? H2SO4. Checken. Weil irgendwie wird da zu wenig produziert, wenn nichts in dem Rohr hier ankommt. Ich schreibe mal ein Klammernrohr dahinter. So. CO2. CO2 wollen wir mal. Hier, Carbon Dioxide. Nicht mich entführen, danke. So. Durch. Da. Es ist schon ungefähr die richtige Höhe, oder? Ja. Oh, das hier ist nicht gut. Ne. Untergrunddingens da. Ich baue ja alles um, nur damit das Rohrmuster besser passt. Okay. Jetzt sollte es alles okay sein. Genau, bis hier. Und dann hier und direkt hoch bis vor die Haustür und so. Anschluss. 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 Anschluss und Bam. Du nimmst dir nur gerade nichts, weil du noch keinen Nickel hast. Ja, das sollte okay sein. Nächster Schritt. Rote Chunks. Irgendwie darauf bekommen. Seid ihr Chunks? Hießen die überhaupt Chunks? Ja, das sind die Crystals und keine Chunks. Da ist Crushed, da sind Crystal. Wo sind die Chunks? Da sind die Chunks. Wow. Ihr seid eingesperrt, ihr armen Chunks. Wo kann ich euch denn mal rausbekommen? Auf der Höhe hier.
sind auf der Höhe da. Warte, das einmal knicken. Oh, keine Unterrüttiger mehr. Das sieht nicht gut aus. So ist besser, ne? Ja. Also, rote Chunks könnten hier weggefangen werden. Von da nach da. Es kommen allerdings gerade gar keine roten Chunks, weil... Wo kommen die roten Chunks hin? Auf die Seite doch, ja. Die werden zu Crystals verarbeitet. Es kommen keine roten Chunks, weil... Oh, da was nicht funktioniert. Wir haben zu viel Mineralized Water. Und das Mineralized Water... kommt hier nicht weg. Ah, okay. Dann... Das müsste irgendwo angeschlossen werden. So. Jetzt kommt das Mineral Water von unten raus. Und das Ding arbeitet wieder. Und Rote Chunks kommen und werden jetzt nicht für die Kristalle weggefangen. Ah, oh, die laufen vollkommen falsch rum. Und werden nicht für die Kristalle weggefangen, weil die Kristalle sich schon stauen. Und laufen wir jetzt hier weiter. Okay, dann nächster Halt. Rote Untergrundbells holen und reguläre rote Bells. Weil ich habe ganz viel Fiesbänder zu verlegen. Hier bin ich falsch. So, ich hätte gerne alle hellblauen. Für die Autobahn, nicht für das hier links. Dann alle davon und eigentlich noch ein paar mehr rote Untergrunddingens. So ist okay, ja. Oh, sich stauende Eisenplatten hier unter der Produktion ist ein super Zeichen. Schön, schön. Kupfer ist eventuell noch ein Problem. Das kam ja vorletzte Folge, glaube ich, auf als Thema. Ja, trudelt nur ein bisschen hier ein. Und das wird auch ein Problem bleiben, solange bis ich die nächsten... Warte. Genau. Bis ich Cluster 3, 4, 5 und 6 hier gecopy-pastet und ordentlich angeschlossen habe. Ich denke, erst dann wird es mit dem Metall wieder einigermaßen okay aussehen. Und das nächste Problem dann aufwerfen, weil wir zu viel Crystal Slurry haben und nicht genug... nicht genug... Das sind keine Filter? Filtration Units? Weiß ich nicht. Nicht genug Gerätschaften, die Mineral Starch produzieren. Das müssten die da sein. So, zurück nach oben. Zu den roten Chunks. Rote Chunks, hier. Auch wieder eine super gewählte Höhe. Ne, wegen Poles. Warte, ich kann einfach hier irgendwo einen Knick reinbauen, richtig? Ja, sieht dann besser aus. Dann kommst du hier hoch, da raus.
komplett lang. Und noch ein weiter. Darauf. So, dann haben wir jetzt blaue Chunks, rote Chunks für die Nickel-Erz-Produktion zusammen mit den Catalysern da. Dann kriegen wir unser Nickel. Nickel kommt hier hin, wird zusammen mit CO2 dann die Nickelbarren machen. Die Nickelbarren werden in den Induction Furnace geschmissen, um zusammen mit den Stahlbarren dann flüssiges Invar zu machen. Und das müsste einfach nur in die Casting Machines. Okay, ich brauche jetzt Blast Furnace, Induction Furnace und Casting Machines jeweils MK3 aus der Projektkiste. Und den Projektkisten. Um das dann auch ordentlich geschwindigkeitsmäßig aufzubauen. Weil die MK1-Versionen waren ja nur Platzhalter. Sprint, 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 sprint. Da sind die Kisten. Das ist nur MK1, das ist nur MK1. Das ist alles. Hier MK2, ja gut. Die können wir mit Blast Furnace MK3 besser. Ne. Warte. Auch nur MK1. Ja, dann machen wir es den Casting Machines 2. Blub, 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 blub. 2 Dreier. Induction Furnace haben wir auch nur ein Zweier. Machen wir auch ein Dreier. Und Blast Furnace ist hier drüben. Da haben wir hier ein Dreier. Okay, dann hätten wir alle drei davon. Diese ultralange Ärmchen hier. Ach ja. So, angefangen mit dem... Wo ist er? Ich bin gerade auf den Boden geworfen, weil mein Inventar voll war, oder wie? Ah ne, da ist er. Blast Furnace. Blast Furnace MK3. Induction Furnace MK3. Oh. Das ist CO. Genau, CO, nicht CO2. Ugh. Okay, Carbon Monoxide. Und Wasserstoff. Ah, Jungens, was macht ihr für einen Scheiß? Ich will jetzt hier keinen Electrolyzer hinbauen. CO haben wir auch nicht in der Lebenslinie oder sonst irgendwas. Ich muss hier einen Electrolyzer hinbauen. Wasserstoff sehe ich hier auch nirgendwo. Doch da. Ich wollte nichts mehr abzwacken, das ist richtig. Aber das kommt eh von der Lebenslinie. Bescheuerte Höhle, Höhe. Was hiermit? Also es muss da unten eigentlich hin, ne? Gut, dann bringen wir das einfach weiter runter. Hier hin. Hier darf es jetzt eine Weile springen. Oh oh. Ja, nee, das wird nix. Neue Höhe. Alles ein tiefer. Da geht's jetzt hier nicht. Gut.
das Ärmchen. Das Inventar ist voll. Okay. Das bitte weg. Das weg, das weg, das weg, das weg. So. Ärmchen neu. Diesmal 2-2 für das Gold. Dich da anschließen. Okay. Wasserstoff kommt. Musste funktioniert wenigstens bis hier. So, jetzt brauchen wir nur das neues Rauslegärmchen von da nach da. Ich glaube schon. Rohr. Da und hier. Also so ein geh mal da runter. Komm ich nicht durch. Dahin. Dahin. So, und hier verschwindest du wieder nach Westen. Und hier stellen wir jetzt irgendwo das CO dann her.